Ich möchte hier in diesem Video eingehen auf die sogenannten Babyboomer. Ich selber gehöre ja zu dieser Generation der Babyboomer. Das sind all die, die jetzt so grob zwischen 50 und 65 Jahre alt sind. Es sind die Kinder der Kriegstraumatisierten. Es sind die Kinder derjenigen, die im Krieg Kinder waren, Zweiten Weltkrieg Kinder waren. Die Generation davor ist ja zum größten Teil, zum allergrößten Teil, schon verstorben. Ich bin ein Kind, ein geteiltes Kind. Niederländische Mutter, deutscher Vater, sehr traumatisiert. Kinder im Krieg und sie können Geschichten erzählen. Diese traumatisierten Kinder, ich bleibe jetzt mal bei den traumatisierten Kindern in Deutschland, haben nach dem Krieg alles aufbauen müssen, von null anfangen müssen, harte Arbeit, aus dem Nichts etwas Neues schaffen. Und dann kamen die sogenannten Wirtschaftswunderjahre in den 50er Jahren. Einige haben da ganz viel erreichen können, sind sehr wohlhabend geworden. Der Traum dieser Kinder, ein eigenes Haus, ein Eigenheim, eine gute Stelle, eine ordentliche Familie. Vater, Mutter, zwei Kinder. Das Ideal. Gleichzeitig war da auch dieses absolute Schuldtrauma. Das absolute Schuldtrauma. Denn man hatte den Krieg verloren. Der Rest der Welt hat womöglich auf sie herabgeschaut. Sie verurteilt. Was denken die anderen über mich? Und deswegen hat gerade diese Generation dafür gesorgt, dass man nirgendwo aneckt, dass man alles macht, was richtig ist, dass man alle Regeln befolgt, dass man alle Gesetze befolgt, dass man die Kinder so erzieht, dass sie immer gehorsam sind, dass sie immer alles machen, was korrekt ist. Eine korrekte Steuererklärung, korrekt alle Rechnungen pünktlich bezahlen. Das ist der Ruf, den Deutsche übrigens heute noch in der Welt haben. Ein Deutscher, die Rechnung, egal welche Rechnung, sie wird immer zu früh bezahlt, niemals zu spät. Das gilt übrigens in Südamerika genau umgekehrt. Eine Rechnung wird niemals pünktlich bezahlt, immer zu spät. Wohl auch in Deutschland hat sich das geändert in den letzten Jahren. Aber ich gehe jetzt aus von dieser Generation, die die Babyboomer erzogen hat. Also unsere Eltern, meine Eltern. Absolut korrekt. Auch in den Niederlanden. Meine Eltern, deutscher Vater, wir haben in den Niederlanden gelebt. Der Ruf der Familie war der, dass es alles sehr korrekt war. Alles korrekt. 15 Uhr ist 15 Uhr, eher 5 Minuten zu früh. In Frankreich ganz anders. Wenn man dort 5 Minuten zu früh zu einer Einladung kommt, dann kriegt die ganze Familie Panik. Dann steht die Frau des Hauses in ihrem Morgenmantel an der Tür und sagt, es war doch 15 Uhr oder sagen wir mal 18 Uhr, Abendessen, Einladung, 18 Uhr. In 5 Minuten ist es 18 Uhr. In Frankreich 18 Uhr bedeutet, man kommt auf gar keinen Fall vor 18.15 Uhr. Alles andere würde bei der Familie zu einem absoluten Chaos und einem schlechten Gewissen führen. Und man würde auch übrigens nie mehr eingeladen. Weil man sagt, das sind Deutsche, die kommen zu früh, ist nicht gut, da sind wir noch nicht fertig. Deutsche sind besonders korrekt gewesen, diese Generation. Kriegstrauma. Nichts falsch machen, bloß nicht anecken. Bloß nicht anecken. Und dann kommen die Kinder. Kinder von traumatisierten Kindern und dann von traumatisierten Erwachsenen kriegen diese Traumatisierung natürlich durch. Die geht weiter. Das heißt, auch meine Generation, die Babyboomer-Generation, ist unglaublich traumatisiert. Und deswegen denke ich, das ist meine persönliche Einschätzung, sind wir auch gerade jetzt in einer Situation, wo gerade in Deutschland wieder sehr, sehr viele Menschen mitmachen.
und nichts machen, was nicht darf. Alles machen, so wie es gewollt ist. Und auch übrigens, was sehr positiv ist, was ich eigentlich für eine sehr, sehr positive Eigenschaft halte, aus Solidarität für andere Verantwortung übernehmen. Wir Kinder, wir Babyboomer-Kinder, Kinder der traumatisierten Erwachsenen, die übrigens in den Wirtschaftswunderjahren, in der Zeit, in der sie alles aufbauen mussten, wenig Zeit für uns hatten und auch wenig Emotionen übrigens, weil sie selber ihre Emotionen versteckt haben, unterdrückt haben, vor lauter Arbeit. Sie wollten etwas darstellen. Sie haben die Emotionen unterdrückt und ihre Kinder so erzogen. Wir sind mit wenig, in der Regel die meisten, mit wenig Emotionen erzogen worden. Funktionieren, gute Noten nach Hause bringen. Wir bekamen Lob. Wir bekamen auch Liebe, natürlich, aber meistens Liebe verbunden mit Leistung. Beste in der Klasse, Leistung, toll, wir lieben dich. Schlechteste in der Klasse, schrecklich, das schwarze Schaf. Es wurde mit Liebe verbunden, Leistung. Und wir haben auch für Dinge kämpfen müssen, die Babyboomer-Generation. Wir sind noch nicht aufgewachsen in Hülle und Fülle, Saus und Braus. Das sind dann wieder unsere Kinder. Das sind jetzt die sogenannten Millennials. Die Millennials können sich nicht vorstellen, was es bedeutet, etwas nicht zu haben. Gleichzeitig rebellieren sie gegen ihre Eltern, die Babyboomer. Und zwar dadurch, dass sie auf die Straße gehen, für das Klima oder für andere Dinge und davon ausgehen, dass alles so bleibt, wie es ist. Das Handy in der Tasche, die Euro in der Tasche, unterwegs nach der Demonstration irgendwo sich schnell noch was zu essen holen, alles ganz normal. Einen Coffee to go, das sind die Millennials. Und die, die jünger sind. Jetzt kommt eine neue Generation. Eine, die erlebt hat, dass alles von einer Sekunde auf die andere zusammenbrechen kann. Warum machen wir das, wir Babyboomer? Warum machen wir alles mit? Weil wir traumatisiert sind. Die Traumatisierung unserer Eltern geht natürlich durch. Aber wir haben auch erlebt, wir haben nicht alles in Hülle und Fülle gehabt. Wenn wir etwas haben wollten, die meisten, zumindest bei den meisten meiner Freundinnen war das auch so, als ich 14 Jahre alt war. Ich wollte Stiefel haben, Cowboy-Stiefel. Ich hatte sie gesehen im Schaufenster eines Schuhladens. Ich werde es nie vergessen. Und meine Mutter hat gesagt, wenn du diese Stiefel haben möchtest, du hast genug Schuhe, wir haben dir Kleidung gekauft, alles passt, keine Schuhe sind zu klein, dann musst du halt dein Taschengeld oder du musst dir einen Job suchen. Ich habe mir dann einen Job gesucht im örtlichen Schwimmbad. Habe dort als Assistentin für den Bademeister gearbeitet, weil ich gut schwimmen konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, macht mir immer noch viel Spaß. Also, habe aus dem, was ich gut konnte, direkt eine Lösung mir gesucht und habe dann gespart für diese Schuhe, die damals 129 Gulden kosteten. Werde ich nie vergessen, das war, als ich 14 war. Und die habe ich tatsächlich heute noch. Die sind immer mit umgezogen. Mein erstes Paar selbstverdiente Stiefel, Cowboy-Stiefel. Die würde ich heute nicht mehr tragen. Vielleicht doch Vintage. Es war eine Entsagung. Wir mussten dafür sparen. Wir mussten dafür andere Dinge uns entsagen. Denn wir konnten diese 129 Euro nur ein einziges Mal ausgeben. Wir haben gelernt, was es heißt, sich Dinge zu entsagen. Wir haben gelernt, was es heißt, für etwas sparen zu müssen. Wir haben gelernt, was es heißt, nicht sofort in den allerersten Billigladen, wo die Kleidung genäht wird von Kindern irgendwo in der dritten Welt gegen einen Tageslohn vielleicht von einem Euro, sich da ganz schnell irgendwas zu kaufen, weil ich mir was Gutes tun will. Unterwegs zur nächsten Klimademonstration. Ich will jetzt nicht verurteilen, absolut nicht. Aber ich habe solche Sachen gesehen. Wir haben warten müssen. Warten auf eine Lösung.
warten auf das, was wir uns wünschen, warten darauf, dass bestimmte Dinge eintreten. Warten. Wir wissen, was es heißt, nicht für die schnelle Lösung sich zu entscheiden. Und Gott hat uns wieder dahin gebracht, die Energie. Die Energie hat uns jetzt wieder dahin gebracht, wo wir in einer Situation leben, wo wir eigentlich alles in Hülle und Fülle haben, aber wo wir uns wieder entscheiden müssen, wo wir endlich wieder lernen müssen zu warten, Nein zu sagen und uns zu entscheiden, auch was wichtige Dinge anbetrifft. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, auch was ganz wichtige Dinge anbetrifft, Entscheidungen für unsere Zukunft.